Hallo und schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Folge 51, glaube ich. Ja, müsste 51 sein. Wir machen jetzt unseren schönen Öfchen hier. Bin gerade überlegen, wie groß wir den wirklich machen. So, ich würde ja sagen, mal Mauer. So. Das passt ja. So, 3x3. 3x2. 3x2 gefällt mir fast besser. Dann hier ja mal. Irgendwo muss der Controller ja hin. Controller würde ich gerne in der Mitte packen. Das heißt, hier den Controller hin. Hier ein Dank und hier ein Glas, rein theoretisch. So, dann wird er funktionieren. Problem bei der Sache ist, wir haben kein Output, gell? Können hier ein Output machen. Könnten den Lavatank, ich weiß nicht, wenn man den dann die Ecke packt, geht das? Geht auch, gut. Das heißt, wir können das ja wegmachen. Und hier die Drain reinbauen. Wir haben ja nur zwei. Hier. Hier. Dann geht's nicht, oder was? Dann machen wir mal den Dank hier hinten und das hier. Dann geht's wieder, okay. Also dann machen wir mal den Dank da hinten hin. Kann man Dank unten hin machen? Nein. Unten drin vielleicht? Nein. Das heißt, von dem Tank hier wirklich nur an die Seite irgendwo hinklatschen. Ich glaube hier, weil wir können ja hier wirklich das so machen. Weil ich glaube, hier an der Seite werden wir sowieso nichts bauen. Wir bauen hier außen rundherum mal einen Rahmen, dass wir rundherum laufen können. Das kann nie schaden. Zumindest mal bis hierhin. Und so. Na komm, so. Dann können wir ohne Probleme hier nämlich den Dank hinbauen. Vielleicht nicht gerade das Schönste, aber es würde funktionieren. Dann können wir hier Glas hinbauen, damit wir. Beziehungsweise. Wenn wir hier den Tank noch hinzubauen, den da, wird er den erkennen? Glaub nicht. Ich glaube, der muss oben drüber sein. Dann machen wir hier ein Window rein. Sieht man ein bisschen rein. Und dann noch eine Reihe rauf. Ein bisschen größer ist. Dann machen wir noch ein Window und hier machen wir auch Window. Für Window haben wir natürlich zu wenig. Eins, das heißt, wir brauchen noch von diesen Sheer Brick ein bisschen. Da 60. Heißt nach oben. Hallo, ich habe gesagt nach oben. Nach hinten, hier reingeklatscht und dann haben wir. Dann wieder nach unten zum Spawner. Und dann haben wir gesagt, das Window brauchen wir noch. Zweimal, glaube ich, oder? Ja. Dreimal hier vorne. Und einmal hier auf der Seite. Mit reingucken haben wir immer nur drei Platz, weil vielleicht der nicht erkannt wird. Dank. Müssen ja mehr sein. Ja, okay, der Dank wird nicht erkannt. Interessant. So, machen wir hier ein bisschen zu, dann schaut es auch besser aus. Wie gesagt, ist nicht groß, aber. Es würde funktionieren, das läuft. Viel mehr brauche ich auch nicht. Ehrlich gestehen. So. Den hier hin. Vielleicht bauen wir auch irgendwann mal das Ganze aus. Ich möchte mich ja jetzt nicht drauf festhalten, dass das endgültige Sache wird. War noch so ein Drain. Erster Linie jetzt geht es erstmal darum, dass es soweit funktioniert, damit ich ein paar Sachen machen kann. Wobei ich gerade am überlegen bin, Beheading. Ein Cleaver, da brauche ich ja eigentlich jetzt noch die ganz anderen Scheiße. Scheiße. Die ganz anderen Scheiße. Also, Scheiße, weil ich es brauche. Scheiße, ne? Ich brauche ja dafür, ja, den ganzen Mist noch. Die Crafting Station. Nee, oder? Crafting Station. Crafting Station.
Ne, die brauchen wir nicht. Den Standel-Dings brauchen wir. Dafür brauchen wir das hier. Das nehmen wir im Inventar. Wir brauchen den da. Bettern-Chest. Nein, nehmen wir nicht. Nein, doch, nein, nein. Bartbilder brauchen wir. Und ja, mehr brauchen wir eh nicht, oder? Ja, doch, Toolforge. Da können wir aber die Toolstation so nehmen. Ne, dann nehmen wir die bessere. 1, 2, 3, 4. Diese Brücke hier kriegen wir wie? Konsumcast. Alter, willst du mich verarschen? So, jetzt können wir normalen Südbrück auch machen. Okay. Hast du Glück gehabt, Junge. Dann so ein Tool Station und dann. Perfekt. Und jetzt habe ich die Tool Station weggetan. Ne, Sendler ist der. Das. Tool Station haben wir ja die, passt. Das heißt, wir haben drei Blöcke eigentlich, wenn ich es richtig lege. Wenn ich ganz richtig fliege, könnte man dir die hier hin tun. Eigentlich schon. Den könnte man auch die Chests hinpacken, dann hätten wir die auch. Wäre egal. Sofern halt das mit der Chest funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Wobei. Nee, da packt man die normale Chest hin. Weil das mit der Chest ist so eine Sache, was wir ja nur gewisse Sachen rein tun. Können wir alles rein tun. Ja, wir legen mal die hier rein. Wir brauchen ja mal so ein Blade Sword. Na, zum Wort Blade Button. Genau. Was brauchen wir noch? Können wir hier mal gucken. Wir wollen ja ein Cleaver haben. Daff Tool Rod brauchen wir. Es dürfte die sein oder die? Die. Daff Tool Rod, genau. Dann brauchen wir noch diesen Creeper Face hier. So. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht, gell? Nee. Was wir aber brauchen, ist jede Menge Paper. Papier. Weil wir das alles aus Papier machen wollen. So und so. Ich hoffe, dass das geht überhaupt, was ich hier vorhabe. Also so und so. Das heißt, wir brauchen einmal den da. Zweimal die Tough Turret. Und einmal das Schwert. Ich glaube, das genügt, oder? Wenn wir jetzt mal sagen, hier, dann das. Das kriegen wir ein Paper Cleaver mit Heading und hat Modifier 5. Vielleicht hatten so ein anderer Modifier. Wenn wir jetzt einfach mal gucken. Der. 3? Also die haben alle 3 bis auf der Papier wahrscheinlich, oder? 5, genau. Gut, dann hier. So, jetzt ist mal okay. Ich müsste mal vielleicht mit dem Buch anfangen. Mal, ich glaube, es hat sich schon einiges getan in den Tickers Konstrukt. Es ist lange her, wo ich damit gearbeitet habe. Ich habe weder noch, okay. Dann das mal. Und ein Buch. Ein Buch, warte, da war gerade. Material and yours. Okay, das Buch habe ich sogar. Interessant. Dann schauen wir mal rein. Tools, ist klar, ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen Modifier, genau das wollte ich gucken. Gibt es einen Modifier, wo man wieder mehr Modifier bekommt? Das gab es ja mal. Lackschärfe, Diamant, Emerald, Silk Touch und der andere Gedöns, das. Beheading, da war Beheading, das wollte ich schauen. Ist Enderpearl und Obsidian. Und das wäre halt Reinforced, wäre Unzerstörbarkeit. Perfekt, gut. Nächstes Mal wäre Soulbound. Mindpulse. Was mich halt interessiert, ob es noch die Möglichkeit gibt, einen extra Modifier hinzuzufügen. Das war ja früher mal, da konnte man extra Modifier hinzufügen, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Ich denke mal nicht. Bossbow, Material ist klar. Instruction ist auch klar. Was war das? Repairing, okay, mit Repair-Material. Dann kannst du eine Pickaxe gießen, ist mir auch klar. Dann haben wir hier die verschiedensten Sachen, mit denen man das bauen kann. So, Steel, Haste, Lack, Sharpnet, Emerald.
Emerald gibt dir halt mehr. Ah. Bann auf irgendwas. Necronic. Necronic ist Even Damage. Ne, das brauchen wir nicht. Soulbound, dass es nicht verloren geht, ist klar. Effekt. TNT für Blastings Bombs. Baut ja Tool mit irgendwas. Nee. Ohne Fisch. Ein Fisch bauen. Kann man das Buch weiterkraften? Nein. So, das hat sich komplett geändert. Wir können jetzt anscheinend keine Modifier mehr hinzufügen, was ich schade finde. B-b-b-b-b. Zusätzliche Modifier kriegen wir nicht. Durability haben wir hier natürlich 16. Wir könnten Rainforest voll drauf klatschen. Dann haben wir aber das Nachteil, dass wir kein Beheading haben. Aber wir haben schon Beheading 2, aber Beheading 2 ist ja jetzt nicht so gut. Ja, so eine Sache. Beheading 2. Wir können jetzt noch Unbreaking drauf dingen. Das wäre eine Möglichkeit. Enchanten noch. Ist halt alles blöd. Ich glaube, es war ja damals, ich werde mal gucken, dass das oder ein Diamant. Weiß ich gerade nicht mehr. Vielleicht geht's ja noch. Wollen wir mal testen. Also, man musste ja das reinpacken. Das und das. Geht nicht mehr. Nur Diamant geht, okay. Was sogar ein Diamant. Gold geht nicht. Wenn man jetzt Gold und den hinpackt, geht auch. Okay. Also das geht anscheinend nicht mehr, wie es früher war. Ist natürlich doof. Boom, boom, boom. Gefällt mir jetzt nicht. Unbreaking. Unbreaking. Machen wir das Tool jetzt so unbreaking, dass es unbreaking ist oder nicht? Das ist die Frage. Eine gute Frage. Müssen wir gucken. Was ist das? Explosion Safe from Mining. Nein, from Manet. Global. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas noch sonst finden. Ansonsten müssen wir wohl oder übel ein anderes Material nehmen. Add Modifier. Interessant. Also das gibt's schon noch irgendwie. Seek Touch Modifier, okay. Reforced Modifier. Okay, das ist das. Okay, das ist ein Modifier für Rainforest. Das weiß kein Mensch. Das ist das. Fire Resistance. Das heißt, eigentlich könnte ich den draufklicken. Kreativ Modifier. Das wäre halt die einfachste Möglichkeit, um weitere Modifier zu kriegen. Und das wäre halt ein bisschen schlecht, weil das ist ja extra kreativ. Das ist dann die Tomatial Mining Level. Okay, verstehe. Damit kann man dann das Mining Level machen. Aber das Upgraden von Modifiers geht anscheinend nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde. Ein bisschen blöd. Da auch nicht. Stone Rod. Den Scheiß da. Weil es natürlich vorteilhaft wäre, wenn man verschiedene Dings upgraden könnte. Das haben wir hier zum Beispiel. Adit hat 3600. Hat aber drei Modifier. Das heißt, wir können Beheading 2, 3, 4 auf. Ist das so standardmäßig, hat man immer Beheading 2 drauf. Das heißt, wir bräuchten eigentlich rein theoretisch irgendein Dings, was extrem hohe Durability hat. Dann würden wir uns schon mal Wasser Sponge Cleaver, echt? 3004,6. 3610. Also Adit ist schon mal so ein Favorit bei mir. Weil eine hohe Durability hat eine hohe Angriffsstärke. Da müssen wir halt öfters reparieren, wäre ja auch egal. Also müssen gucken, wie wir an Adit kommen. Ich glaube, Adit haben wir sogar.
Bisschen was. Genau. Das werde ich dann offline machen, so einen guten. Allerdings werde ich mal ein bisschen rumtesten und dann werden wir mal gucken, wie wir das machen. Also, bleibt dran, macht's gut. Tschüss, Leute.